Fast 8 Milliarden Menschen und jedes Jahr mehr. Metropolen werden immer größer, der Raum, auf dem wir gemeinsam leben, immer kleiner. Wir sind miteinander mehr verbunden als je zuvor. Aber warum fühlen wir uns dann so einsam? Warum fällt es uns so schwer, auf einen fremden Menschen zuzugehen, einer hübschen Frau Hallo zu sagen und ein Gespräch anzufangen? Als Kind ging das doch auch. In diesem Video wirst du überrascht sein, woran es vielen Studien nach wirklich liegt. Und das ist nicht primär Instagram, die Technologie oder Smartphones. Mein Name ist Andy Friday, ich bin Flirtcoach für Männer mit Tiefe und ich zeige dir jede Woche, wie du wunderschöne und intelligente Frauen verführst und entlang dieser Reise deine große Liebe findest. Ich hatte schon immer wenig Freunde, aber nicht nur das. Bis ich etwa 20 war, mochte mich auch kaum jemand. Im Abiturjahrbuch, da wurde ich von über 100 Leuten aus allen Klassen hinweg auf Platz 1 als Mr. Psycho und Mr. Freak gewählt. Als ich in der Grundschule beinahe täglich verprügelt wurde, Gehirnerschütterungen und ausgeschlagene Zähne waren alles mit dabei, da habe ich meinen Angreifern, während sie auf mich eingetreten haben, immer wieder den Mittelfinger gezeigt. Mein Vater hat mir gesagt, ich soll zurückschlagen. Meine Mutter sagte mir, ich soll zu einem Lehrer gehen. Aber fürs Zurückschlagen, da war ich nicht stark genug und Lehrer haben sowieso nie was unternommen. War es intelligent von mir, ihnen meine Meinung zu geigen, was für feige Hunde sie sind, während sie auf mich eingedrescht haben? Ja, bestimmt nicht auf kurze Sicht. Aber was hat das für mein Selbstbewusstsein getan? Warum habe ich heute eine wunderbare Beziehung zu einer fantastischen und offenen Frau? Warum habe ich heute Freunde auf dem ganzen Globus verteilt? Und nicht diese oberflächlichen Bekanntschaften, die man so kennt. Nein, Jahrzehnte andauernde, echte Freundschaften. Wer ist wirklich einsam? Derjenige, der selbst wenn die Zeiten hart werden, nichts hat und ein Nichts ist? Oder der selbst wenn es hart wird, seine Meinung hat, sein Rückgrat, etwas, für das er einsteht? Frauen fühlen sich von Selbstbewusstsein angezogen. Männer folgen anderen Männern, die selbstbewusst sind. Was meinst du, was es für dein Selbstbewusstsein tut, wenn du es dir zur Angewohnheit machst, für deine Überzeugung einzustehen? Wie stellst du dir vor, wie Frauen nach einer Weile auf dieses Selbstbewusstsein, das du dann hast, reagieren würden? Kannst du dir vorstellen, was es für deine Ausstrahlung macht? Für deinen Laser-Augenkontakt? Für deinen Händedruck? Für die Bestimmtheit in deiner Stimme? Für deine Statur und für deine Attraktivität bei Frauen? So kultivierst du ein gesundes Selbstvertrauen. Regel Nummer 1. Egal wie hart eine Situation ist, egal wie erniedrigend oder peinlich, steh immer zu deiner Meinung. Du bist ein guter Mensch. Dafür musst du dich nie verstecken. Viele Männer zeigen einer Frau nie ihr Interesse. Sie kaschieren es und stehen einfach nicht dazu. Manche Männer haben tatsächlich mehr Eier als andere. Manche sagen einer Frau sogar, gibst mir deine Nummer? Aber sobald sie dann nachfragt, wozu denn, knicken sie ein. Dann ziehen sie den Schwanz ein. Also ich meine, dass man sich mal irgendwie schreiben kann oder so. Steh doch dazu. Ich finde dich heiß, will mit dir auf ein Date. Wenn sie dir in solchen Situationen Konter gibt, dann ist das nicht, weil sie Nein sagt. Dann ist das ein Flirtversuch ihrerseits. Sie steigt darauf ein und möchte dieselbe spielerische Energie wieder zurückgeben. Vielleicht sagt sie, was würden wir dann auf diesem Date so machen? Dein einziger Job ist es, darauf wiederum einzugehen. Geh nicht davon aus, dass sie dich nicht will. Geh davon aus, dass sie dich will. Verdammt, du hast gerade Eier bewiesen. Das ist selten für einen Mann. Ich sehe solche Flirtversuche als Coach immer wieder. Mit ihrer Rückfrage ist sie gerade darauf eingestiegen. Sie wollte mitmachen. Aber vielleicht hast du dich für deine Bedürfnisse geschämt. Die Wahrheit ist, so etwas respektiert keine Frau. Dieser Mann respektiert sich ja nicht mal selbst. Habe den Mut, zu deiner Meinung zu stehen. Erst recht, wenn sie herausgefordert wird. Was heißt das? Es heißt, dass du erstens es ernst meinst. So, und wie erkennt man, ob es jemand ernst meint? Indem du dabei ernst schaust. Ich finde dich wunderschön. Und das sage ich dir nicht, weil ich irgendwas von dir will oder irgendwas von dir brauche. Das sollst du einfach nur wissen. Sag ihr das. Auf diese Art. Schau mal, wie rot sie dabei wird. Kaum ein Mann hat die Güte, eine Frau so zu beschenken und nichts zurückzuverlangen. Das ist Unabhängigkeit. Das ist, was sie sucht. Nicht den Macho, nicht den möchtegern Alpha, der ihr irgendwie was vorzeigen kann, was er nicht ist. Das hier. Du kannst keine nachhaltigen Tricks lernen, um besser mit Frauen zu werden. Du musst zu einem Mann werden, der auf seinem Pfad bleibt. Und die paar kleinen Fertigkeiten, wie du sie berührst oder welche Gesprächseinstiege du nutzt, die kann ich dir beibringen. Klicke hier auf das i, wenn du heute noch mit mir darüber sprechen willst, wie du zum Mann wirst, den Frauen wollen. Ich will und muss dich hier für nichts überzeugen. Das können die Teilnehmer sowieso besser als ich. Ach ja, so schnell kann es gehen. Wir sind dann zusammen im Bett gelandet. Erst habe ich ja die Füße gewärmt und dann halt haben wir miteinander geschlafen. Das zog sich halt den ganzen Sonntag noch durch. Irgendwie ist eine Vertrautheit zwischen uns da. Wir reden über alles, nehmen kein Blatt vor den Mund, offen und ehrlich. Und das hat sich jetzt innerhalb von 3 Wochen abgespielt. Ich kann es selber schon noch nicht glauben. Und jetzt nochmal zum wichtigsten aller Punkte. Selbstvertrauen bedeutet, sich selber zu vertrauen. Mehr nicht. Sagst du etwas, aber machst danach dann einen Rückzieher, wenn es hart auf hart kommt, dann kannst du dir selber
wortwörtlich nicht vertrauen. Und machst du das ein paar Mal und versteckst dich hinter deiner Angst, dann hast du Stück für Stück irgendwann gar kein Selbstvertrauen mehr. Selbstvertrauen ist wie ein Muskel. Trainiere ihn, indem du Dinge sagst, die gesagt werden müssen. Und bleib dabei. Stell dir mal vor, welchen Effekt das auf deine Umgebung hat. Ja, vielleicht wirst du dein Gegenüber nicht überzeugen. Aber es schauen immer andere zu. Nicht zu guter Letzt dein Unterbewusstsein. Das schaut nämlich auch zu. Und diese anderen, die werden zu dir heraufschauen. So wie dein Unterbewusstsein auch. Und alle anderen, die in deiner Gegend sind, Frauen wie Männer, die werden Respekt vor dir haben und sich von dir angezogen fühlen. Bist du introvertiert? Gut, stille Wasser sind tief. Warum Frauen auf stille Männer stehen, das habe ich in einem Video aufgedeckt. Wenn du heute noch ein wenig stolz auf dich sein möchtest, dann schau dir das Video hier an.